Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie gewohnt gibt es noch ein besonderes kleines Video zur Auflösung der Wiederholungs- und Vertiefungsaufgabe der vergangenen Einheit. In der vorigen Vorlesungseinheit ging es ja um formbedürftige Erklärungen in elektronischer Form. Konkret geht es hier um die Kündigung eines Mietverhältnisses per E-Mail. Schauen wir uns den Fall, den ich dazu vorgegeben hatte, noch einmal an. Der ist sehr einfach gestrickt. Die M ist Mieterin, bewohnt eine Wohnung, die sie von V gemietet hat. Sie rügt mehrfach angebliche Mängel der Wohnung und behält deshalb die Miete ein, versucht also eine Mietminderung auf Null ab Oktober 2020. Das bedeutet zugleich, bis Ende 2020 sind mehr als zwei, nämlich drei Monatsmieten komplett überfällig. Und damit hat V, wenn M ihre Mängel nicht zurechtgerückt hat, wenn also kein Recht zur Mietminderung bestand, die Möglichkeit, eine fristlose Kündigung auszusprechen. Das können wir hier schon vorwegnehmen. Die Korrespondenz über diese angeblichen Mängel wird über private E-Mail-Adressen beider Beteiligter geführt. Das wird noch wichtig. Und Ende 2020 übersendet V eine fristlose Kündigung per E-Mail. Inhaltlich entspricht diese Kündigungserklärung den Anforderungen an den Inhalt einer Kündigungserklärung. Ich wollte gerade sagen, formalen Anforderungen, das sind inhaltliche Anforderungen dazu, was drinstehen muss, die aber durch das Gesetz formalisiert sind und gar nicht so leicht zu erfüllen sind. Damit werden wir uns nicht im Detail beschäftigen. Die sind erfüllt und das Ganze wird mit einer elektronischen Signatur durch den Vermieter V versehen. M meint nun, das ginge so nicht und weigert sich, die Wohnung zu räumen. Und die Frage ist, kann V von M die Räumung verlangen? Anspruchsgrundlage für einen Räumungsanspruch ist primär der vertragliche Anspruch des 546 BGB. Da das ein vertraglicher Anspruch ist, setzt er natürlich das Bestehen eines Mietvertrages voraus. Das ist hier unproblematisch. Und sodann, dass das Mietverhältnis beendet ist. Für das Mietverhältnis gilt nun im Allgemeinen, dass es entweder durch Ablauf der bestimmten Zeit endet oder, wenn es auf unbestimmte Zeit geschlossen ist, durch Kündigung. Bei der Wohnraummiete ist die Miete auf unbestimmte Zeit das Normale, dann kann also nur durch Kündigung Mietverhältnis beendet werden. Und für die Kündigung gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten, die außerordentliche Kündigung und die ordentliche Kündigung, die dann typischerweise unter Wahrung bestimmter Fristen geschehen muss. Bei der Wohnraummiete besteht die Besonderheit, dass der Vermieter für die Kündigung immer einen Kündigungsgrund braucht. Im Allgemeinen ist das nicht so. Im Allgemeinen kann man ordentlich unter Einhaltung der Frist kündigen. Das Mietverhältnis wird nicht prinzipiell auf Ewigkeit geschlossen. Bei der Wohnraummiete ist es aber aus sozialen Gründen so, dass der Vermieter nur kündigen kann, wenn er dafür einen rechtfertigenden Grund hat. Um das Mietverhältnis zu beenden, braucht der Vermieter also entweder einen Kündigungsgrund für eine außerordentliche Kündigung oder einen solchen für die ordentliche Kündigung. Hier geht es um die außerordentliche Kündigung, geregelt in § 543 Absatz 2 Nummer 3a. Das ist die allgemeine Vorschrift für alle Mietverträge und in Einzelheiten mit besonderen Regelungen für die Wohnraummiete in 569 Absatz 3 BGB für die Kündigung von Wohnraum wegen Verzugs mit der Mietzahlung. Wir hatten schon gesagt, wir setzen voraus, dass die Voraussetzungen gegeben sind, dass also M nicht berechtigt war, die Miete zu mindern, schon gar nicht auf Null, und infolgedessen tatsächlich mit diesen Mietzahlungen in Verzug ist. Dann brauchen wir eine Kündigungserklärung, für die wiederum die inhaltlichen Anforderungen gelten, wie beschrieben in 569 Absatz 4 und 568 Absatz 2 BGB. Das bedeutet insbesondere, dass die Gründe angegeben werden müssen, aus denen gekündigt wird, und dass hingewiesen werden muss auf die Möglichkeit zum Widerspruch. Und zusätzlich muss die Kündigung in einer bestimmten Form erfolgen, nämlich in schriftlicher Form gemäß 568 Absatz 1 BGB. Und da liegt natürlich der Hase im Pfeffer, denn es ging uns ja um Formvorschriften. Prinzipiell muss die Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses in schriftlicher Form erklärt werden. Für andere Kündigungen von Mietverträgen gilt das nicht. Also die Kündigung über eines Automietvertrags etwa kann man formlos erklären. Hier braucht man die Schriftform. Und für die Schriftform gilt prinzipiell, dass sie nach § 126a BGB durch die elektronische Form ersetzt werden kann. Wir haben das letzte Mal besprochen, dass es eine Reihe von Sondervorschriften gibt,
die die elektronische Form ausschließen. Das gilt gerade im Bereich des sozialen Rechts, also dort, wo ein Schwächerer geschützt werden soll. Deswegen gibt es keine elektronische Form im Arbeitsrecht und keine elektronische Form bei der Bürgschaft. Ich hatte das letzte Mal näher begründet, dass ich glaube, diese Ausschlüsse sind überholt. Sie sind vom Gesetzgeber damit begründet, dass die Warnfunktion bei elektronischen Erklärungen nicht hinreichend gewahrt sei, also die Warnfunktion der Form. Ich hatte schon das letzte Mal ausgeführt, der Gesetzgeber denkt sich wohl, so ein Mausklick, mit dem man eine elektronische Erklärung sendet, der ist schnell und unbedacht gemacht, da ist man nicht gewarnt. Ich hatte ihn aber auch ausführlich dargestellt und vorgeführt, wie kompliziert es ist, so eine Signatur auf ein elektronisches Dokument zu bringen. Wenn man es gewöhnt ist, kann man das schon hinkriegen, aber es ist sicherlich nicht weniger schwierig und insofern auch nicht weniger warnend, als schnell seinen Namen auf ein schriftliches Dokument auf Papier zu setzen. Also das ist überholt, aber für uns auch nicht einschlägig, denn wir haben einen solchen Ausschluss nicht. Es wird manchmal vertreten, es gäbe Vorschriften oder es gäbe Rechtsinstitute, bei denen eine Kündigung in elektronischer Form aufgrund der Natur der Sache nicht in Frage komme. Ich weiß nicht, ob das irgendwo wirklich stimmt. Hier sehe ich dafür keinerlei Anlass. Die elektronische Form ist zulässig, prinzipiell. Das bedeutet aber auch, dass die elektronische Form gewahrt sein muss und, wie wir das letzte Mal ausführlich besprochen haben, wird durch 126a BGB verlangt die sogenannte qualifizierte elektronische Signatur, also eine Signatur, die erstens mit Hilfe so eines Public-Private-Key-Systems sicherstellt, dass die Unterschrift mit einem bestimmten Private Key signiert wurde, dass sie von einem bestimmten, vom Inhaber eines bestimmten Private Key geleistet wurde und dass sie auch zu dem Dokument passt, auf dem sie prangt, dass sie also nicht etwa von einem anderen Dokument kopiert wurde. Wie das technisch geht, hatten wir das letzte Mal ausführlich besprochen. Selbst das reicht noch nicht, weil das erst eine fortgeschrittene elektronische Signatur konstituieren würde. Die qualifizierte elektronische Signatur verlangt darüber hinaus, dass der Inhaber des Private Key durch ein Zertifikat ausgewiesen wird, das bestätigt, dass er derjenige ist, für den er sich ausgibt, dass also wirklich der Träger eines bestimmten Namens, Inhaber eines bestimmten Schlüsselpaares aus Private Key und Public Key ist. Ob V eine solche Signaturkarte besaß und solche Zertifikate hatte, wissen wir nicht nach dem Sachverhalt. Da steht nur etwas von elektronischer Signatur und eine elektronische Signatur ist nicht dasselbe wie eine qualifizierte elektronische Signatur. Es könnte sich dabei auch um eine einfache Signatur handeln. Das wäre also beispielsweise eine Namensangabe in Druckbuchstaben oder eine faksimilisierte Unterschrift. Beides würde den Anforderungen des 126a BGB nicht genügen. Und nach der Grundregel, dass man im Sachverhalt nichts dazu erfinden darf, was nicht dasteht, bedeutet das, so wie der Fall gestellt ist, haben wir hier keine wirksame Kündigungserklärung und dann hat diese Zusendung der E-Mail auch das Verhältnis nicht beenden können und dementsprechend besteht kein Räumungsanspruch. Was jetzt noch kommt, ist ein Hilfsgutachten. Wir können mal, um den Fall vollständig zu behandeln, unterstellen, dass wir es hier, was der Sachverhalt nicht hergibt, mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu tun haben. Dann stellt sich die Frage, ist sonst noch etwas zu beachten? Gibt es sonst noch Voraussetzungen, an die wir denken müssen? Dazu wird, wie Sie vielleicht noch erinnern, aus der letzten Stunde vertreten, die Verwendung der elektronischen Form anstelle der Schriftform sei nur zulässig, wenn der Empfänger der Erklärung damit einverstanden ist. Und das wäre gerade für unseren Fall der springende Punkt. Wenn ein Vertrag geschlossen wird auf elektronischem Weg und beide Seiten Erklärungen in elektronischer Form abgeben, wird man voraussetzen können, dass sie auch damit einverstanden sind, dass der jeweils andere das tut. Wenn nur einer eine einseitige Erklärung in elektronischer Form abgibt, dann wird die Frage virulent, ist der andere damit einverstanden und muss er damit einverstanden sein? Ich hatte schon das letzte Mal dargestellt, diese Meinung ist verbreitet, hat aber keinerlei Stütze im Gesetz und widerspricht möglicherweise auch dem Europarecht, denn europarechtlich ist festgelegt durch die sogenannte EI
die AS-Verordnung, dass mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehene Erklärungen dieselben Rechtswirkungen haben müssen wie schriftliche Erklärungen. Also glaube ich, dass diese Meinung falsch ist. Und deswegen würde ich, wenn wir davon ausgehen, dass wir eine qualifizierte elektronische Signatur des V vorliegen haben, davon ausgehen, dass die Erklärung der Form genügt und dass ein Einverständnis des Empfängers nicht erforderlich ist. Dann stellt sich nur noch die Frage, die sich immer stellt, nämlich ist die Erklärung auch dem Empfänger zugegangen? Das muss die Kündigungserklärung, das ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung, sie muss also dem Empfänger zugehen. Für den Zugang können wir uns erstmal an die allgemeinen Regeln erinnern. Danach gehen empfangsbedürftige Willenserklärungen zu, wenn sie in den Machtbereich des Empfängers gelangt sind und bei normalem Verlauf mit der Kenntnisnahme durch den Empfänger zu rechnen ist. Sie erinnern sich an die Fälle aus den ersten Semestern. Jemand wirft abends um 10 einen Brief ein. Damit ist er in den Machtbereich des Empfängers gelangt, wenn er im Briefkasten liegt. Mit der Kenntnisnahme ist er aber erst am nächsten Morgen zu rechnen. Sie erinnern sich dann aber hoffentlich auch noch an die Begrenzung dieser Regel. Die gilt nämlich nur dann, wenn der Empfänger letztlich nicht Kenntnis nimmt. Dann wird trotzdem Zugang angenommen, wenn er eben hätte Kenntnis nehmen können bei normalem Verlauf. Wenn er tatsächlich Kenntnis nimmt, kommt es auf diese Voraussetzung nicht mehr an, dann ist der Zugang mit der tatsächlichen Kenntnisnahme jedenfalls eingetreten. Wenden wir das auf unsere elektronischen Erklärungen ein, dann heißt das zunächst mal, die müssen in den Machtbereich des Empfängers gelangen, so dass normalerweise mit Kenntnisnahme zu rechnen ist. Und in der Einheit über Erklärungen per E-Mail hatten wir besprochen, das ist problematisch immer dann, wenn eine E-Mail-Adresse verwendet wird, die ansonsten nur für private Zwecke benutzt wird und nicht für geschäftliche Verhandlungen. Dann kann man nämlich sagen, es ist mit einer Kenntnisnahme nicht zu rechnen, dann muss der Empfänger mit geschäftlichen Erklärungen auf diesem Kanal nicht rechnen. Auch dann wird man allerdings sagen müssen, dass die Erklärung spätestens dann zugeht, wenn er tatsächlich von ihr Kenntnis nimmt. Hier ist es ohnehin so, dass M ja für ihren Streit mit V ihre private E-Mail-Adresse verwendet hat. Schon damit hat sie zugestimmt, auf diesem Kanal Erklärungen über das Mietverhältnis zu erhalten, sodass gar kein Raum mehr ist dafür, den Zugang zu verneinen. Selbst wenn man aber sagen würde, hier ist mit einer Kenntnisnahme bei normalem Verlauf nicht ohne weiteres zu rechnen, würde trotzdem die Erklärung deswegen zugehen, weil sie nach dem Sachverhalt zur Kenntnis genommen worden ist. Denn M sagt ja, sie hält die Erklärung für unwirksam. Daraus folgt jawohl, dass sie sie gelesen hat. Also, wir haben hier jedenfalls einen Zugang. Wir hätten auch dann einen Zugang, wenn M aus irgendwelchen Gründen nicht Kenntnis genommen hätte. Weil sie aber Kenntnis genommen hat, ist der Zugang ganz sicher. Das bedeutet nun im Gesamtergebnis nochmal, wenn wir davon ausgehen, dass hier gar keine qualifizierte elektronische Signatur geleistet war, dann haben wir auch keine wirksame Kündigung und keinen Räumungsanspruch. Wenn wir aber davon ausgehen, die qualifizierte Signatur wurde verwendet, dann gibt es keine weiteren Voraussetzungen außer dem Zugang. Der ist zu bejahen und infolgedessen ist die Kündigung wirksam und der Räumungsanspruch besteht. Man könnte jetzt noch, wenn man das klausurmäßig lösen will, sich fragen, gibt es neben 546 BGB weitere Ansprüche? Die gibt es. Es gibt dingliche Rückgabeansprüche des Eigentümers gegen den Besitzer. Die würden sich hier aus 985 und 1004 BGB ergeben. Die Räumung einer Mietsache ist eine etwas komplexe Sache. Da geht es einerseits um die Aufgabe des Besitzes durch den Mieter, andererseits auch um die Beseitigung seiner Sachen aus der Mietsache. Insofern kann man an 985 und 1004 BGB denken. Bei 985 kommt hinzu, dass man diese Norm nur prüfen kann für eine Sache oder Teile einer Sache, die keine wesentlichen Bestandteile sind. So jedenfalls wird es oft geschrieben. Es wäre also nicht ganz unproblematisch, auf eine Mietwohnung 985 anzuwenden, wenn die ein unselbstständiger wesentlicher Bestandteil des Hauses ist. Wenn sie im Wohnungseigentum steht, wäre das anders. Das wollen wir alles hier nicht vertiefen, sondern nur festhalten, wenn wir dingliche Ansprüche prüfen, wird, was die Wirksamkeit des Mietvertrages angeht, es letztlich auf dieselben Punkte ankommen. Der Mietvertrag würde dann erscheinen als Recht zum Besitz bzw. Nutzungsrecht, das den Anspruch aus 985 oder aus 1004 BGB ausschließt. Und an der Stelle ist dann wieder die Wirksamkeit zur Kündigung
der Kündigung zu prüfen. Da ergibt sich also inhaltlich nichts anderes. Auch diese Ansprüche bestehen, wenn die Kündigung wirksam war. Wenn sie nicht wirksam war, hat M weiterhin ein Nutzungsrecht und muss nicht räumen. Schließlich noch ein Hinweis. Ich hatte das schon das letzte Mal angedeutet. Nach meiner Meinung kann man das machen. Man kann ein Mietverhältnis kündigen auf diesem etwas unkonventionellen Wege mit Hilfe einer elektronischen Erklärung. Wenn Sie einen Anwalt fragen, sollte der Ihnen zu diesem Vorgehen nicht raten, denn es ist weiterhin streitig, ob Kündigungen möglich sind in elektronischer Form, ohne dass der Empfänger der elektronischen Form zustimmt. Bei der Kündigung eines Mietverhältnisses wird der Empfänger natürlich ungern zustimmen. Und deswegen ist es sehr unsicher, ob so eine Erklärung tatsächlich von den Gerichten als wirksam angesehen wird. Und deswegen wäre dringend davon abzuraten, diesen Weg zu gehen, obwohl ich ihn eigentlich für rechtlich gesehen gangbar halte. Für die Fragen, die ich auf SUTIP gestellt hatte, bedeutet das, von den verschiedenen Optionen war richtig. Nur wenn die Signatur des M eine qualifizierte elektronische Signatur ist, ist die Kündigung wirksam. Das hatten die meisten Bearbeiterinnen und Bearbeiter auch so gesehen. Es waren diesmal immerhin einer mehr als das letzte Mal. Nur wenn M sich mit der Kündigung in elektronischer Form einverstanden erklärt hat, das würde ich für unrichtig halten. Aber die herrschende Auffassung sieht das so. Insofern kann man da so und so entscheiden. Die Option Nein, die elektronische Form im Mietrecht ist ausgeschlossen. Das hat auch jemand so gesehen. Das ist aber unzutreffend. Davon weiß das Gesetz nichts. Und schließlich hatte ich noch die Option angeboten, nur wenn V Unternehmer ist. Die hat zu Recht niemand für die richtige gehalten. Damit sind wir am Ende dieser Besprechung. Ich hatte schon am Ende der heutigen Einheit gesagt, für die nächste Stunde gibt es ausnahmsweise keine Wiederholungseinheit. Ich würde Ihnen aber sehr ans Herz legen, den Fall aus der allerersten Einheit von dem Kühlschrank, der autonom bestellt, sich nochmal anzuschauen, denn wir werden über automatisierte Erklärungen nächste Woche nochmal sprechen und das wäre eine gute Vorbereitung auf die nächste Einheit. Für heute vielen Dank.